Und jetzt geht's hinauf. Nach Los Brejitos. Ab hier ist jetzt auch Neuland für mich. Also unten im Tal war ich ja schon, aber jetzt ist das Neuland. Sehr spektakulär. Teilweise auch so Steinabgänge, die man sieht. Ja, es ist sehr trocken, nach wie vor. Von daher ist natürlich klar, dass du poröses Gestein hast, das immer wieder Murenabgänge mit sich führt. Das muss man sich vorstellen, vor ungefähr so 15 bis 20 Jahren, war das alles nach unten ab der Furt loses Gestein. Das haben sie jetzt halt nur geteert, weil da oben ja, soweit ich mich erinnere, auch eine Hütte ist, also ein Ferienhaus, was vermietet wird. Und weil Landwirtschaft betrieben wird. Aber es war immer sehr spektakulär und deswegen konnte man früher fast nicht mit eigenem Auto nachfahren, habe ich natürlich trotzdem gemacht, aber das Auto hat danach immer ausgeschaut. Es gab sogar vertragliche Ausschlüsse, von Mietwegen in die Caldera zu fahren. Ansonsten konntest du damit rechnen, dass du Vertragsstrafe zahlst oder ja, dass halt dein SB weg ist. Verständlich. Wenn ich mir die Straße jetzt so anschaue, mir die vorstelle, dass sie nicht geteert ist. Ja, und vor allem die Furten da in den Kurven drinnen. Das war immer sehr interessant. Dann ist das wirklich hochspektakulär. Dann auf der linken Seite ist übrigens hier die Nordflanke des Bechenado. Unser Hausberg. Genau. Auf den werden wir auch mal laufen die nächste Zeit. Ja. Es ist ja wieder Herbst und die Wanderzeit beginnt wieder. Es ist jetzt einfach wieder angenehm zum Gehen. Es ist einfach auch ein anderes Gefühl. Ja, wie in Deutschland auch, ne? Der Herbst ist der Herbst. So schaut's aus. Ist in La Palma nichts anders. Das haben sie super repariert, meine Herren.
das ist ja jetzt Luxus hier. Ja, das kann man laut sagen. Das ist Luxus. Ich bin mir nicht sicher, aber man da, es ist aber nicht angeschrieben. Man, das hat man schon rechtzeitig müssen, aber es ist auch sehr ungewöhnlich, dass es eben nicht anzeigen. Das ist vielleicht der neue Auffang noch. Mein schlimmster Fall ist landen wir beim Haus, weil. Einfach, die haben eine neue Streckenführung auch. Hättest du jetzt eine andere Straße noch gesehen? Ja, ich schon. Es ist eine abgegangen, aber es war kein Hinweis drauf. Aber schaut gut aus. Ja, ist die zu 40 optimal. Wird natürlich auch Landwirtschaft betrieben. Da oben ist das Haus, ne? Das Weiße. Ja, das ist eins, aber soweit ich mich entsinne, geht es schon noch weiter rauf. Ich muss lügen. Ich glaube, 12, 13 Meter geht es rauf und dann Campingplatz liegt vielleicht so auf 500, aber ich kann es nicht genau sagen. Ich meine nur, man läuft ungefähr 600 Höhenmeter runter und wieder rauf dann. In etwa. Wild ist halt da, dass rechts geht es halt runter, ein paar hundert Meter. Ja, Gegenverkehr brauchst du nicht unbedingt haben, aber man fährt ja vorsichtig. Ah. Jetzt hier, da ist wieder mal ein netter Stein runtergekommen. Also. Ah. Jetzt wird er nicht, ja. Das ist schon gewaltig, die Auffahrt. Lebensgefährlich darauf zu fahren. Ja, war's. Kann ich bestätigen. Kilometer haben wir übrigens noch.
Kanal aus Brechitos. Und 5,5 Kilometer geht es runter zum Campingplatz dann. Schaut euch das einmal an. Das heißt, wir haben jetzt etwa die Hälfte, wie gesagt haben. Jetzt weiter, wenn ich wieder oben bin und melde mich dann wieder.